Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Ausgepackt hier aus dem Hause Modellbau König in Delmhorst. Und heute präsentiere ich euch ein Figurenset aus dem Hause oder von Mini Art unter der Nummer 35266 in 1:35 German Infantry at Rest, was da ganz einfach auf Deutsch Rastende Infanterie oder Deutsche Rastende Infanterie heißt. Wir haben insgesamt vier rastende Figuren enthalten, sind an 8 kleinen Spritzlingen befestigt mit dem Zubehör und der Preis liegt so zwischen 10 und 11 Euro. Und ich würde einfach sagen, wir starten schon mal und dazu drehe ich das Ganze hier einfach mal um. Hier haben wir nämlich die Bauanleitung, die uns Mini Art immer auf die Rückseite legt. Masterbox macht das genauso. Hier sind die einzelnen Teile, das sind die Figuren, kann man sehr schön sehen. So, die sich hier beschränken oder zu sehen sind. Ganz interessant ist schon, dass man hier ungefähr das Zeitfenster sehen kann. Wir haben hier keine Lederstiefel mehr, sondern wir haben hier schon die Halbschuhe mit den Gamaschen. Hier ist ein MG42. Also das MG42 wurde, wie der Name schon sagt, ab 42 kam es mit in die Truppe. Wobei ich da ein bisschen vorsichtiger wäre, bis das alles soweit ausgerüstet ist, kam erstmal oder wurden viel an Eliteeinheiten ausgeliefert. Also die normalen Einheiten oder rückwärtigen Einheiten hatten noch ganz, ganz, ganz lange bis ans Kriegsende das MG34. Dann haben wir hier Farbhersteller und Farbangaben. Auch das ist sehr schön zu sehen. Dieses Teil oder dieses Zeichen heißt, dass man das wechseln kann, dass man da ja alternative Teile einbauen kann. Und ich würde sagen, wir packen das Ganze mal auf. Ich habe das schon mal vorbereitet. Mal den Kunststoffbezug dann runtergezogen und wir kommen hier gleich zu den Spritzlingen. So, da stelle ich jetzt mal gleich oder lege hier mal zwei hin. Gehe mal ein ganz bisschen näher ran. So. Das erste, was uns hier ein bisschen auffällt, ist hier ein bisschen grad. So, ja, braucht man nicht zu diskutieren. Ist ärgerlich, ist immer doof. Ist aber bei Spritzgussfiguren leider wie der Grat hier, der sich hier an diesen Falten hier tummelt. Normal kommt man nicht drum rum. Der eine kriegt es besser hin, der andere schlechter. Hier haben wir den MG-Schützen schön gemacht. Na, kann man es jetzt sehen? So, schön gemacht sind die Falten, fast ein bisschen viel, das muss man auch erstmal nacharbeiten. Dann haben wir hier das Köpfchen, auch das ist ganz gut. So, sehr schön zu sehen ist jetzt hier die Fischhaut da. So, und ein nettes Goodie, was der Kollege hier hat, der hat hier den MG-Gurt um. Ich persönlich hätte das Ding abgemacht, weil doch der relativ schwer ist und auch falsch rum oder andersrum. Ich meine, jetzt sind die Geschosse hier sind hier nach außen, aber das kann doch ziemlich pieksig sein, das Ganze ist hier halt so getragen, ganz nett gemacht auf jeden Fall. Da kann man auch die Gamaschen erkennen, was ich vorhin schon gesagt habe. Wie gesagt, deutet auf Mitte bis Ende des Krieges hin. Die Uniformen sind relativ ja uneindeutig. Ich habe jetzt hier keine M43-Jacke oder so, die ja nochmal vom Schnitt her anders ist. Die Deutschen sind ja relativ elegant in den Krieg gestartet, sind aufgrund der Länge des Krieges und der Knappheit immer kürzer geworden. Das Jäckchen zum Beispiel wurde ja immer angepasst und ja, so weiter und so fort. So. Uniform kann man soweit erkennen. Koppel ist alles dabei. Ja, da ist das schön drauf. Einiges an Ausrüstung ist auch schon dabei. Helm wird nicht getragen. So scheint auch Sommer zu sein. Bei den hochgekrempelten Ärmeln kann man das zumindest erwarten oder voraussetzen. Wie gesagt, die Köpfe sind okay, die kann man so verwenden. Besseres gibt es natürlich immer noch von Hornet oder von Legend oder so als Resinteile. Das ist natürlich klar. Aber wie gesagt, für den Preis von unter 11 Euro geht das voll und ganz in Ordnung.
So, die Figuren hätten wir soweit. Dann beglückt uns hier Mini-Art. Ich lege es erstmal hier einmal hin. Und zwar beglückt uns der Hersteller hier mit zwei gleichen Spritzlingen. Hier haben wir nämlich Bewaffnung. Hier ist das MG42 und hier haben wir die Helme. Die sind von unten im Slide-Mold-Verfahren gegossen. Das heißt, dass die ja sinnbildlich hohl sind. Genauso wie hier der Labemann. Dann haben wir hier auch eine Detaillierung. Auch hier ist hohl gegossen. Hier auch im Slide-Mold-Verfahren. Für die kleinen Teile ist das sehr schön. Die Detaillierung ja, hat eine schöne Qualität. An die Generation 2 kommt es nicht ganz ran von Dragon, aber ist kratzt da schon ganz nah dran. Sieht ganz gut aus. Die Brutbeutel, persönliche Ausrüstung, Gasmaskenbehälter, auch sehr schön mit dem Bändchen dran. Schanzzeug kann man hier sehr schön sehen. Also das weiß zu gefallen. Mir auf jeden Fall sehr. Hier sind die Helme. Es ist ja das auch angedeutet mit dem ganzen Gurt- und Helmband drinne, könnte man jetzt auch verkehrt rum hinlegen. Ein bisschen sehr stark vom Material, hätte ich jetzt beinahe gesagt, oder würde ich sagen. Da nochmal die Rückseite. So, stellvertretend für die beiden Spritzlinge. Zeigen wir mal ein. So, geöffnetes Pistolenholster. Wer sich fragt, was das hier ist, das hier. Und auch das hier sind, ist, ja, wie soll ich es nennen, dass die Gestänge für die MP40 hier, für die Schmeißer, das wird dann hierhin angebaut, links, also hier links und rechts, das wird dann genommen, das ist dann das Schulterstück, das wird in die Schulter eingehakt, um das auch darzustellen. Finde ich schön, dass man da halt die Wahl hat und das so darstellen kann. Da haben wir hier das K98K, K steht für kurz, 98 für 1898. Ist in der kurzen Variante. Im Ersten Weltkrieg wurde die lange Variante eingebaut, hat sich ja ein wenig dann als unpraktisch erwiesen, wurde wie gesagt gekürzt, daher dieser Name. Ja, Infanteriezeug haben wir alles hier, das ganze Werkzeug und Zubehör. Kommen wir jetzt nochmal zu der Maschinengewehr. So, und das kommt auch mit jeder Menge Zubehör daher. Da haben wir den Patronenkasten, ja, neuen Lauf. Kann man sehr schön sehen. So, das MG ist hier auch sehr schön detailliert. Da haben wir, wie gesagt, im Slide-Mold-Verfahren, genauso wie hier der Kasten von vorne, Kastendeckel und ja, sehr nett hier auch der Gurt. So, ja, und dann sind wir schon durch mit den Teilen. Mehr gibt es nicht. Würde ich sagen, komme ich mal gleich zur Schlussbetrachtung. Ja, unter 11 Euro, vier Figuren, kann man echt nichts meckern. 2 Euro, weiß ich nicht, 70, 66. Umgerechnet, dafür ist die Qualität wirklich sehr gut. Ein bisschen Fischhaut haben wir gesehen, Nacharbeit auch. Ist bei Kunststofffiguren der Fall, will ich nicht beschönigen, gehören einfach mit dazu. Selbst bei Resinfiguren kann Grat oder Versatz drinne sein. Qualität sehr schön. Nett ist auch das ganze Zubehör, was man hier nochmal sehen kann. Und auch hier vorne, die Anstrengung ist den Kameraden da ein bisschen ins Gesicht geschrieben, werden bestimmt gut und weit marschiert sein. Dann bedanke ich mich wie immer für eure Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch gerne ein Like da oder auch gerne ein Abo, da freuen wir uns sehr drüber. Bis dahin, sagt es, bleibt gesund und seid froh und munter. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Christian.